Hello und welcome back zurück zu einem neuen Video. Heute mit dem ersten Video zu einem Format, was es jetzt jeden Monat geben wird. Und zwar meine Monatsfavoriten. Wir starten mit meinen Monatsfavoriten für diesen Monat, nämlich den März. Und ich habe mir verschiedene Kategorien überlegt, die wir jetzt nacheinander durchgehen werden. Ich kann euch einige Produkte zeigen, bei einigen Sachen kann ich euch auch nur etwas einblenden, aber ihr werdet im Laufe des Videos sehen, warum das der Fall ist. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Kategorie Nummer 1 wäre Health. Und da habe ich ein Produkt, was mich jetzt schon nicht nur diesen Monat begleitet, sondern auch schon länger. Und zwar hätten wir einmal hier von Brain Effect den Hydrate Drink. Das ist ein Elektrolyte-Drink mit Magnesium, Zink und Calcium. Und ich liebe den, gerade nach dem Sport. Das ist super erfrischend. Das ist nämlich mit Zitronengeschmack. Und man mischt es einfach in Wasser. Dadurch trinkt man automatisch auch mehr und es schmeckt halt wirklich mega gut, man tut seinem Körper was Gutes und deswegen gehört es in die Kategorie Health für meine Monatsfavoriten. Bei mir, ich fand es auch schwer zu entscheiden zwischen Daily Gut und Hydrate Drink, aber ich glaube, Hydrate Drink, Gott, das ist gerade voll der Zungenbrecher. Dieses Produkt hier würde ich diesen Monat auf jeden Fall auf Platz 1 machen. Kurze Info auch noch dazu, wenn das Video online kommt, gibt es aktuell noch einen Easter Sale. Also ihr spart bis zu 20% auf alle Produkte bei Brain Effect plus nochmal 10% on top mit meinem Code. Also ich bekomme auch gerade gar kein Geld hierfür oder so. Es ist nur als Info für euch, dass ihr theoretisch gerade sparen könnt. Und falls ihr eben die Produkte mal ausprobieren wollt, dann kann ich euch das empfehlen, das jetzt während dem Sale zu machen. Und packt euch auf jeden Fall den Hydrate Drink ein und natürlich den Bestseller Daily Gut. Also müssen wir auch nicht sagen, ich glaube, Daily Gut und eben Hydrate sind meine zwei absoluten Favoriten aktuell bei Brain Effect. Jetzt hat uns leider die Sonne etwas verlassen. Ihr könnt es wahrscheinlich an den Lichtverhältnissen sehen. Aber wir machen weiter mit der nächsten Kategorie und das wäre Beauty. Da habe ich auch direkt zwei Produkte und zwar zum einen habe ich Gua Sha wieder für mich entdeckt. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass es jetzt aktuell zu meiner Morgenroutine hinzugehört und ich habe hier einen von Rosenthal Organics. Das ist auch so ein kleinerer, gibt es auch noch in größeren Varianten. Und ja, ich bin ein Fan davon, weil es einfach so gut tut am Morgen. Also ich glaube jetzt nicht daran, dass man damit krass sein Gesicht verformen oder die krasseste Jawline des Lebens irgendwie hinbekommt. Ich meine, keine Ahnung, ich habe jetzt auch kein Vorher oder Nachher generell zu nicht Gua Sha und Gua Sha. Und ich mache das auch mit keinem Serum oder so, sondern ich mache mein Gesicht nass und dann arbeite ich einfach generell so natürlich gegen, wie nennt man das, also von innen nach außen mit dem Gua Sha. Und es ist halt einfach so ein Morgenritual für mich, bevor ich meine Skincare mache. Und dementsprechend ist es für mich einfach so ein Mindset-Ding, was eben zu meiner Morgenroutine zugehört. Deswegen Nummer 1 Beauty-Favorit diesen Monat, Gua Sha. Und als nächstes Beauty-Produkt hätten wir einen Blush. Und zwar diesen hier von Rare Beauty. Auch hier, falls ihr mir auf Instagram folgt, kommt die Sonne wieder zurück. Dann wisst ihr, dass ich den für mich entdeckt habe. Ich kann euch generell auch alle Produkte unten in der Videobeschreibung verlinken. Da müsst ihr nichts raussuchen, da könnt ihr dann gerne vorbeischauen. Das hier ist die Farbe. Steht es da unten? Nein. Joyful ist das auf jeden Fall. So ein leichter Orange-Rotton und man darf da wirklich auch nicht zu viel benutzen, sondern wirklich nur so einen Punkt gefühlt. Und das dann so mit einem Pinsel verblenden. Und es gibt so einen wirklich natürlichen, ja, so Blush-Effekt, was natürlich der Effekt von Blush ist. Aber ich habe vorher noch nie so Liquid Blush benutzt, sondern halt immer nur Puderform. Und ich würde, glaube ich, nie wieder zurück. Also ich bin wirklich voll der Fan und möchte mir, glaube ich, auch noch mehrere Farben hier von Rare Beauty bestellen und vielleicht auch nochmal ein paar andere ja, Beauty-Produkte von denen austesten. Kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar Fashion. Und ich habe mir überlegt, ich zeige euch einen Look, den ich diesen Monat am tollsten fand. Da kann ich euch gerne mal hier ein Bild einblenden, das mein absoluter Favoriten-Look war. Ich glaube, das war auch so mit das meistgelikte Bild diesen Monat und auch die
meisten Story-Reactions kamen darauf, dass mir der Look richtig gut gestanden hat, was mich voll freut, wenn ihr mir Komplimente gibt. Ich kann manchmal nicht mit Komplimenten umgehen. Aber ja, es hat mich auch sehr gefreut und es ist so ein Look. Ich habe den in Paris auch schon öfters angehabt, weil es einfach so, ja, classy ist, aber auch nicht zu auffällig. Also ich bin ja generell nicht so der bunte Outfits und super viel Muster oder so, sondern halt einfach klassisch und clean. Und deswegen habe ich den Look sehr gerne gemocht für einen Tag in Baden-Baden zum Lunch. Und ja, es war sowieso voll der schöne Tag, weil das Wetter war ganz okay. Es war auch so ein bisschen regnerisch und sonnig, so bunt gemischt. Aber es war relativ angenehm und warm und wir haben uns Champagner zum Essen gegönnt. Und da kann ich euch generell auch noch eine lustige Story erzählen. Wir haben quasi unser erstes Glas Champagner bestellt und das hat uns dann so der Kellner gebracht. Und als wir unser zweites Glas Champagner bestellt haben, kam dann der Barchef oder so mit der Bedienung und da meinte die Bedienung so, ja, unser Barkeeper wollte euch jetzt die Champagnergläser persönlich bringen und dann haben die halt beide so gelacht und wir waren so, okay. Und als wir dann gegangen sind und gezahlt haben, meinten sie auch so, ja, kommt ihr morgen wieder? Und wir waren so, ja, nee, ist nicht so einfach oder warum sollten wir so nach dem Motto? Ja, ihr könnt auch heute Abend nochmal kommen. Ich habe dann halt einfach so gemeint, ja, wenn ihr uns einladet, also als Witz, er so, ja, klar, macht er. Ja, das als kleine Side-Random-Story zu diesem Look und zu diesem Tag in Baden-Baden. Dann auch noch zur Kategorie Fashion habe ich mir ein Kleidungsstück ausgesucht, was ich diesen Monat besonders cool fand, beziehungsweise mal ein bisschen was Besonderes. Und zwar ist es dieses Glitzeroberteil. Ich liebe es. Kann ich euch gerne auch verlinken, so wie alle Produkte. Und ihr könnt sehen, es ist komplett durchsichtig. Also man muss da auf jeden Fall so ein Nippelpads oder sowas drunter ziehen. Und ich hatte das bei einem Abendessen in Frankfurt an und wir haben halt damit auch Content gemacht. Logischerweise kann ich euch auch nochmal ein Bild zu einblenden. Und ja, ich habe es einfach so gefühlt, weil ihr wisst oder ihr kennt mich, ich liebe Glitzer und ich liebe es so ein bisschen damit so einen Akzent zu setzen. Und dadurch, dass es halt so ein Blau ist, und Blau, ihr wisst, ist meine Lieblingsfarbe, fand ich es halt irgendwie so besonders, dass ich das bestellen musste. Ja, ich lieb's. Deswegen, das ist, glaube ich, so mein Lieblingsteil für diesen Monat. Dann kommen wir zu einer Kategorie, die ihr, glaube ich, alle erwartet, und zwar Food. Da hätten wir zum einen auch wieder ein Gericht, was ich euch hier einblende, was diesen Monat mein Favorit war. Und zwar Mosh Mosh, das Curry. Oder generell so Curry ist sowieso, ich liebe Curry. Aber das ist wirklich so lecker. Das ist halt ein rotes Curry mit so Weizen-Udon-Nudeln und dann Tempeh und Gemüse. Und ich habe mir das auch noch einmal so zum Abendessen to go bestellt, nachdem wir da nur ein paar Tage vorher waren, weil es einfach so lecker und comforting war. Und wenn ich mich für ein Gericht entscheiden müsste, dann wäre es eben dieses Gericht. Obwohl ich auch sagen muss, Pasta ist ja auch immer so mein Favorit. Und wir waren in Frankfurt abends Pasta essen und da gab es Trüffelpasta mit Scampi. Ist auch eine Kombination. Ich war so, okay, ich muss das irgendwie testen, weil ich kann mir gerade gar nichts darunter vorstellen. Es war so lecker. Also ihr wisst sowieso, Trüffelpasta has my heart. Aber weil das so obvious wäre, nehmen wir das jetzt mal nicht als meinen Nummer 1 Favoriten, sondern eben dieses Curry mit Nudeln und Tempeh. Dann aber trotzdem noch ein Foodprodukt, was ich euch zeigen kann. Und zwar mein absoluter Lieblingssnack diesen Monat. Lini's Bites kennt ihr ja schon, aber in der Sorte White Coconut. Und ich glaube, ich will nicht lügen, aber die müssten aktuell wieder on stock sein oder in stock, weil die eine Zeit lang ausverkauft waren. Also da könnt ihr ja generell bei Lini's Bites immer 10% auf eure Bestellung sparen mit meinem Code. Ihr findet generell immer alle meine Codes in der Videobeschreibung unten verlinkt. Aber ja, generell habe ich, glaube ich, keine Sorte von Lini's Bites, die ich nicht mag. Die Wintersorten sind, glaube ich, jetzt schon mittlerweile Winterpause. Könnt ihr aber auch noch mal schauen. Die könnt ihr auch noch ergattern. Aber White Coconut ist halt auch eine der neuesten Sorten. Deswegen, ja, war die aktuell mein, oder diesen Monat mein Lieblingssnack. Die vorletzte Kategorie wäre Musik. Mein Lieblingssong diesen Monat. Und alle, die mich länger kennen, wissen ja, dass ich Deutschrap sehr liebe. Und ich habe aktuell ein Album diesen Monat gehört von Luciano. Und generell sind dort so, so, so viele gute Songs drauf, die ich wirklich mag. Es sind auch schon ein paar Songs, die vorher released wurden. Aber erstens, das ganze Album
Es gibt, glaube ich, keinen Song, den ich nicht gut finde. Und ja, irgendwie habe ich es die ganze Zeit rauf und runter gehört, so auf der Autofahrt. Wenn ich irgendwo hingefahren bin, zum Beispiel nach Frankfurt oder so, dann brauche ich immer so entweder einen Podcast oder richtig gute Musik, damit ich, ja, auch mit so einem Vibe-Auto fahre. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und da gibt es einen Song, und zwar diesen hier. Das ist, glaube ich, mein Number One, den ich auch auf Dauerschleife andauernd hören würde, weil es gibt so Songs, die höre ich gerne, aber es gibt wenige Songs, die ich auf Dauerschleife höre, bis ich sie nicht mehr hören kann. Und das ist auf jeden Fall so ein Song. Deswegen, ja, mein Lieblingssong diesen Monat. Ihr könnt ja generell auch mal kommentieren, egal zu welcher Kategorie oder zu allen Kategorien, falls ihr Lust habt, was eure Beauty, Fashion, Food, Health, Musik generell Favoriten sind. Würde mich auf jeden Fall interessieren, das von euch zu lesen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Kategorie, und zwar Fitness bzw. Workout. Ich habe mir nämlich überlegt, das sind jetzt so die Stammkategorien, die es auf jeden Fall jeden Monat gibt. Vielleicht ist es mal für einen Monat noch was anderes, beziehungsweise noch ein Bonus, eine Bonus-Topic oder ein Bonus-Thema. Aber das sind so die Core-Things, die ja auch jeden Monat irgendwie sowieso in meinem Leben präsent sind. Und ich habe, glaube ich, bei den wenigsten, bei Monatsfavoriten halt Workout gesehen. Oder vielleicht auch Song. Man könnte zum Beispiel noch Buch dazu nehmen oder so, aber ich habe diesen Monat kein Buch gelesen, deswegen lassen wir das mal außen vor. Aber ich meine, für zukünftige Videos könnte das vielleicht noch auf jeden Fall ein Topic sein. Aber die meisten zeigen ja eher so Produkte, deswegen dachte ich, könnte Workout noch ganz cool sein. Könnt ihr mich ja gerne mal in den Kommentaren wissen lassen, ob das für euch interessant ist oder ob ihr das gut findet. Und zwar wisst ihr ja, dass ich sowieso die Workouts von Eleni Fit eigentlich liebe und wirklich immer mache. Ich habe auch in letzter Zeit tatsächlich mal wieder zwei Workouts von Pamela gemacht. Ich habe es aber wirklich nicht so gefühlt wie Elenis Workouts, weil die einfach ja auch lang sind, meistens 30 bis 45 Minuten, und das ist eh so meine Workout-Time. Und ihr wisst ja, dass ich Pilates liebe, und sie hat ein Workout, das ist ein Bar X Pilates Workout und oder Bar X Hit. Ich blende es euch auf jeden Fall hier ein, und das habe ich auch diesen Monat öfters gemacht, weil es einfach, ja, man merkt so richtig, wie man in die Tiefenmuskulatur geht und man halt nicht nur Pilates Übungen hat, sondern auch so ein bisschen mit Hit Übungen kombiniert und Bar. Und das liebe ich halt so, dass man so den ganzen Körper irgendwie trainiert. Und deswegen, falls ihr das noch nicht kennt oder noch nicht gemacht habt oder generell vielleicht mal was von Eleni ausprobiert. Also mir schreiben wirklich so viele, dass sie durch mich ihre Workouts machen oder dass sie jetzt auch mal ein Workout von ihr gemacht haben und es lieben. Und das macht mich mega, mega happy, weil ja, ich ja selber voll dahinter stehe und ihre Workouts liebe und ja, sie auch irgendwie als Person so toll finde. Ich meine, ich kenne sie nicht mal persönlich, aber es klingt gerade wie so ein Fangirl. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, das wären auf jeden Fall alle meine Monatsfavoriten gewesen. Lasst mich sehr gerne wissen, wie gesagt, was eure Favoriten sind, was ihr von dem ganzen Format haltet, ob ich das jetzt trotzdem jeden Monat machen soll. Also wenn jetzt das Feedback natürlich allgemein negativ ist, dann würde ich das natürlich nicht machen. Aber ich finde es eigentlich auch bei anderen immer ganz interessant und hätte Lust, das so als Format jeden Monat einzuführen, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und ich freue mich von euch in den Kommentaren zu lesen. Und dann sehen wir uns am Mittwoch in einem neuen Video wieder. Bis dann!